Hi zusammen und herzlich willkommen hier heute zur Budgetplanung für den Monat Dezember. Ich freue mich, den Dezember planen zu können. Ich freue mich aufs nächste Jahr, aufs neue Jahr. Nicht auf den Januar, denn den mag ich nicht, aber generell freue ich mich, das neue Budgetbuch ab Januar benutzen zu können, das zu gestalten. Da habe ich dann noch mal ein bisschen mehr Freiheiten, einfach weil das ein bisschen größer ist. Ich werde euch das auch in einem gesonderten Video dann im Laufe des Dezembers oder gegen Ende Dezember dann einmal zeigen, weil da werde ich nämlich dann so ein Video auch machen, wo ich ja die ersten zwei Seiten des neuen Buchs gestalte, halt einfach mit dem, was ich mir für das Jahr 2025 vornehme. Budgetmäßig, vielleicht auch so privat irgendwelche Ziele, weiß ich jetzt noch nicht. Weiß ich gar nicht, ob ich da jetzt großartig welche habe, die ich jetzt ja aufschreiben könnte oder müsste. Aber auf jeden Fall habe ich, was mein Budget, meine Budgetplanung betrifft, einige Ziele und die will ich dann dort schon mal festhalten und dann halt schon mal so ein bisschen in die Planung für das neue Jahr und in die Gestaltung reinschnuppern dann mit dem neuen Buch. Also da freue ich mich schon mal so richtig drauf. Und genau, so viel dazu. Wir machen auch im Dezember, gegen Ende Dezember, dann Jahresabschluss. Da mache ich dann auch nochmal ein gesondertes Video, dass ja einfach ich da nochmal zusammentrage, was in dem Jahr an Ausgaben waren, was an Einnahmen waren und so weiter und so fort. Das einfach mal so, ja, so gegenstellen. Das würde ich mal ganz interessant finden. So vielleicht auch für die einzelnen variablen Kategorien, so was man im Jahr komplett so an Lebensmitteln ausgegeben hat. Und so einen Durchschnitt irgendwie errechnen oder so. Das würde ich schon ganz interessant finden. Da gucke ich mal, wie ich das aufziehe, wie ich das genau mache. Ich möchte aber auf jeden Fall einen Jahresabschluss haben, mit dem, dass ich dann einfach auch sehe, was habe ich gespart, was habe ich ausgegeben. Und dass das halt einfach nochmal so ja, dargestellt ist. Ne? Dass ich das dann in dem alten Budgetbuch dann so als letzte Budgetseite dann quasi nehme. Dass ich da dann immer so auf den ersten Blick gucken kann, wenn ich das nochmal zur Hand nehme, wie ist das Jahr zahlenmäßig dann im Großen und Ganzen gelaufen. Ne? Also das möchte ich auf jeden Fall machen. Genau, so viel einmal so ein bisschen als Zukunftsprognose, also für den Dezember. Da kommen dann im Dezember und Anfang Januar, glaube ich, dann ja nochmal so Zusatzvideos, die ich dann nochmal so mit einbaue. Genau, so zum Jahreswechsel halt einfach. Ne? Ja, und dann startet das neue Jahr. Ich werde auch zum neuen Jahr hin oder vielmehr auch zu dem Video, wo ich den Abschluss mache, beziehungsweise in dem anderen Video, wo ich schon mal mir die Ziele und so aufschreibe für das nächste Jahr, auf jeden Fall meine Challenges leer machen. Ich habe mir das gut überlegt. Ich hatte erst vorgehabt, die einfach weiterzumachen. Aber ich habe gedacht, dadurch, dass ich ja auch mein Bein da ein bisschen. Ja, Mausi, alles gut. Ja, Schatz, möchtest du auch was sagen? Ja, hast du so viel zu sagen? So viel? Ja? Jetzt vorbei? Immer noch nicht? Oh, die Nala hat gerade ein riesengroßes Mitteilungsbedürfnis. Na, komm mal her. Wenn du schon rumkrähst, dann kannst du dich auch mal wieder zeigen. Da ist der Schatz, der mich nicht schlafen lässt. Und der Schatz, der einfach dazwischen kräht, ne? Sag mal Hallo da. Tja. Ja, ich weiß nicht, was sie jetzt wieder hat, aber sie hat alles bekommen. Wir haben heute übrigens den 19.11. Dienstag. Ich habe am Sonntag einfach keine zwei Videos geschafft aufzunehmen. Und ich bin jetzt gerade von der Arbeit gekommen und ja. Sie hat alles bekommen, was sie braucht. Also sie hat Essen bekommen, sie hat Streicheleinheiten bekommen und alles. Aber naja, also ich glaube, sie wollte sich jetzt einfach nur mal hier wieder bemerkbar machen bei euch, weil sie sich, glaube ich, auch ja schon länger nicht mehr gezeigt hat. Ja, so, jetzt setze ich mich nochmal wieder richtig hin. Genau, die Challenges, die wollte ich leer machen zum Jahreswechsel. Wie gesagt, das habe ich mir überlegt, dadurch, dass ich aber mein Bein da ja auch ja, neu gestaltet habe. Neu gestaltet ja nicht wirklich. Ich habe ja einfach nur die Dashboards einlaminiert und so und habe mir gedacht, da dann eh alles unbeschriftet ist, auch was die Challenges betrifft, werde ich die dann einfach neu starten zum neuen Jahr hin. Und all das, was da drin ist bisher, mache ich dann leer.
und packe das auch direkt dann auf das Tagesgeldkonto drauf, wo ich ja dann wieder neu anspare für die Sonderzahlung am Ende des nächsten Jahres, also Ende 2025 für den Kredit. Ja, dann habe ich da schon mal einen guten Puffer, weil Ziel ist ja, dass ich da so viel wie möglich im Jahr anspare, also so viel wie ich möglich mache. Ne? Also ich will jetzt nicht alles da reinstecken, sodass ich dann am Ende des Jahres eine gute Summe reinzahlen kann. Jetzt am 1. Dezember oder 2. Dezember zahle ich ja bereits schon 7 Monatsraten ein. Bin ich ganz stolz drauf, dass ich die nebenbei dann noch hier mit angespart habe. Und das wäre natürlich schön, wenn das nächstes Jahr auch klappt. Mal schauen. Ne? Mal schauen, was wird. Man weiß ja auch nicht, was kommt. Ne, was auf einen zukommt. Ne? So ein Jahr geht zwar immer rückwirkend, ist das schnell um, aber es kann halt auch immer viel passieren. Ne? Deswegen, ja, Klopf auf Holz, dass alles gut geht. Ne? Natürlich nicht nur bei mir, sondern bei euch auch. Ne? Das ist klar. Ja, und heute machen wir die Budgetplanung für den Dezember. Es ist schon wieder soweit. Der Dezember ist da. Weihnachten kommt. Ich habe noch kein einziges Weihnachtsgeschenk gekauft. Ich habe ein Weihnachtsgeschenk bekommen, was ich kaufen soll für meinen Neffen. Da warte ich jetzt im Moment noch ein paar Tage ab auf den Black Friday oder die Black Week, die ja jetzt bei Amazon startet, ab dem 21. Na, also merkt euch das. Wenn ihr da irgendwas im Warenkorb habt oder irgendwas habt, was ihr schon länger kaufen wolltet oder auch was ich so in den Videos benutze, was ich ja immer hier unterm Video verlinke, mit den ganzen Sachen oder die ich erwähne oder die ich hier in meiner Wohnung habe und alles Mögliche für die Katzen und Ernährung, hier Sport, Eiweißshake und was weiß ich was, dann würde ich euch empfehlen, da mal drauf zu achten, ob da nicht was dann im Angebot ist. Ich mache das immer so mit so Sachen, die ich immer wieder brauche oder die ich generell vielleicht in meiner Merkliste drin habe, wo ich mir dachte, ja, vielleicht irgendwann mal, da gucke ich da mal, ne? Wenn dann gerade da ein gutes Angebot ist, dann kann man da schon mal zuschlagen. Na, besser als wenn man dann sich hinterher, ja, keine Ahnung, ärgert. Na, so habe ich das ja zum Beispiel vor. Ich habe ja dieses Online-Budget, wo ich ja dann auch immer mal was in den Topf rein tue zum Ansparen. Wenn dann so eine Sache, die ich immer wieder brauche, im Angebot ist, dann kann ich da vielleicht direkt einen Vorrat holen. Und da eignet sich jetzt so eine Black Week oder Prime Days oder sowas ja wunderbar für. Ne? Wenn das so Sachen sind, die, ja, die jetzt nicht unnütz sind natürlich. Ne? Also. Auch ein gutes Angebot ist verschwendetes Geld, wenn man es nicht braucht. Ne? Von daher, ja, da immer gucken. Ja, genau. Gehaltsmäßig kann ich diesmal wahrscheinlich, also ich habe es ein bisschen abgerundet, wahrscheinlich punktgenau sagen, was ich bekomme. Das ist ja mal Gehalt und Nebenjob, das habe ich jetzt ausgerechnet. Das sollte wieder ungefähr so sein wie letzten Monat, glaube ich. Da müssen wir gleich nochmal im Büchlein gucken. Meine Online-Ausgaben konnte ich jetzt um 50 € drücken. Das tragen wir dann gleich auch nochmal ein. Einfach aus dem Grund, weil ich das teure Katzenstreu nicht mehr bei Zooplus bestellen muss. Weil ich ja jetzt das Katzenstreu immer von Kaufland mitnehme. Und das macht sich da dann schon bemerkbar. Trotzdem ist das Online-Budget immer noch sehr hoch. Da muss ich mal gucken, ja, inwieweit ich das vielleicht noch reduzieren kann. Aber ich weiß nicht, das kommt halt immer so auf den Monat an. Ne? Jetzt brauche ich halt wieder so ein, zwei Sachen von Amazon hier für mich, für meine Katzen und sowas, ne? Was ich halt einfach brauche. Da möchte ich nicht drauf verzichten. Ne? Das ist dann für alle, die neu zugucken, ist das bei mir, sind das so Tabletten für den Darm, dass ich nicht so einen Blähbauch habe. Zum Beispiel, die sind halt recht teuer, die kosten 30 €. Könnt ihr euch auch unten angucken, habe ich auch mal verlinkt. Weil da hin und wieder mal nachgefragt wird, was das denn genau für Tabletten sind. So halt so Nahrungsergänzungsmittel irgendwie so. Ne? Dann brauche ich wieder Filter für den Katzenbrunnen. Dann brauche ich. Da hört es dann auch schon wieder auf. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, was ich da noch im Warenkorb drin habe. Ne? Ich packe das dann immer alles im Warenkorb, was ich dann auf jeden Fall brauche. Und dann sehe ich ja am Ende die Summe. Und ja, das veranschlage ich dann. Ein Teil jetzt dabei ist, was jetzt in der Black Week im Angebot ist oder so, ist das schön. Dann würde ich da schon mal vorgreifen, aber da spart man dann meistens, weiß ich nicht, 3, 4 €. Ne? Das macht das jetzt auch nicht. Deswegen habe ich das Online-Budget jetzt erstmal auf 300 € festgelegt. Und das werde ich dann wohl auch verbrauchen. Genau. Ja, Weihnachtsgeschenke muss ich auch noch kaufen, geht da aber nicht in die Bewertung mit rein, weil da habe ich ja extra Weihnachtsspartopf für. Und
Der ist jetzt auch gut gefüllt und ich vermute fast, also im Moment sieht es halt so aus, als könnte ich nächstes Jahr ein bisschen weniger für Weihnachten zurücklegen. Aber erstmal gucken, wie sich das so ausgeht. Schauen wir mal. Aber ich habe jetzt genug erzählt. Ich habe auch sonst nichts weiter. Ich würde sagen, wir starten mal rein direkt in die Budgetplanung. Für alle die, die neu dabei sind, keine Sorge, ich erkläre auch immer dabei, was wofür ist, warum ich das mache, damit ihr da auch euch abgeholt fühlt und das auch soweit nachvollziehen könnt. Wenn ihr natürlich Fragen habt oder Anregungen oder Anmerkungen oder ich verrechne mich mal irgendwo, was auch vorkommt natürlich, gerne in die Kommentare. Schreibt in die Kommentare, schreibt mir auch gerne, ob ihr euer Budget schon geplant habt, könnt ihr alles machen. Ich freue mich immer über den Austausch mit euch. Ich habe mich auch gefreut. Ich habe ein, zwei, drei Mails bekommen vom letzten Gestaltungsvideo, wo ich gesagt habe, wenn ihr wollt, schickt mir gerne eure Gestaltung. Gucke ich mir auch gerne an. Man kann immer sich Inspiration oder Anregungen holen. Na, unter jedem Video ist meine E-Mail-Adresse aufgeschrieben. Da könnt ihr hinschreiben. Also macht das gerne. Ich freue mich da wirklich über jede Zusendung. Ja, und jetzt würde ich sagen, starten wir mal rein in die Budgetplanung. Bis gleich. Und da sind wir wieder. Hallo ihr Lieben, hi und herzlich willkommen hier zur Budgetplanung für den Dezember. Und wir legen auch direkt einmal los. Gehalt und Nebenjob werde ich diesen Monat bekommen, hoffentlich 2850 Euro. Ich habe das, wie gesagt, jetzt abgerundet. Wie viel war das denn im letzten Monat? Mal eben gucken. 2840. Ja, kann sein, dass das auch so kommt. Ne? Muss ich gucken. Aber damit kann ich auf jeden Fall schon mal rechnen. So, zusätzliche Einnahmen kann ich jetzt ja hier noch nicht eintragen, weil ich ja nicht weiß, was ich vielleicht an zusätzlichen Einnahmen im nächsten Monat haben werde. Und das hier füllen wir gleich aus, nachdem wir nämlich hier einmal die einzelnen Posten für die Fixkosten, die ich monatlich habe, und für meine variablen Kosten für den kompletten Monat aufgeschrieben haben. So, und da kann ich jetzt auch wieder faul sein, weil an meinen Fixkosten hat sich nichts geändert. Die kann ich dann einfach vom vorigen Monat dann wieder abschreiben. Jetzt muss ich mal gerade gucken, geht der Stift leer? Sieht so aus, ne? Ich guck mal, ich glaube, ich habe hier noch einen liegen. Ja, muss ich mal die Miene wechseln. So, 12,87 € Zahnzusatzversicherung. Habe ich jetzt hier immer einen Euro hinter? Ja. So, Internet 40 Euro. Da hatte ich ja jetzt kürzlich den Tarif angepasst, sodass ich da 10 Euro weniger bezahle. Also da immer gucken, Leute, bei Verträgen, die ihr habt, dass ihr da regelmäßig überprüft, ob ihr da günstiger kommt. Einfach durch einen Anruf geht das manchmal schon, ne, wenn man da irgendwie den Vertrag verlängern kann oder dann direkt wechseln, dass man woanders halt günstiger dann ist, ne? Also da immer so eure Verträge im Blick behalten. Ich finde, das klappt super über Check24, habe ich euch auch unten verlinkt. Ansonsten, ja, hier bei meinem Internetanbieter habe ich jetzt einfach angerufen, den Vertrag verlängert, weil ich vorher bei Check24 geguckt habe, ob es irgendwo für das, was ich haben will, günstigere Alternativen gibt. Die gibt es leider zumindest auf Dauer nicht und das rechnet sich dann auch nicht. Und von daher habe ich da dann jetzt einfach das Angebot genommen und zahle jetzt 10 Euro weniger. So, Rechtsschutzversicherung liegt bei 22,05 €. Netflix bei 18,98 €. Da habe ich den günstigsten Tarif, allerdings ohne Werbung, und zahle aber nochmal 5 Euro extra für einen weiteren Benutzer, das sind meine Eltern. Genau. Strom zahle ich 100 Euro noch. Also ich habe da vieles verändert, würde ich behaupten, sehr viel sparsamer als noch früher. Habe ja auch den Stromanbieter gewechselt und da schaue ich mal, ob es denn da ja, bald auch mal günstiger wird für mich. So, und dann habe ich noch YouTube Premium mit 12,99 €. Genau. Die Sonnenbank, die habe ich gekündigt. Die ist im März, glaube ich, ist die dann weg. Und ansonsten gibt es nicht viel zu bewegen in meinen Fixkosten. Das Einzige, was ich mal überlegt hatte, war die Zahnzusatzversicherung zu kündigen. Weil, ich sag mal, das hebt sich so auf, ne? Ich habe
ja, noch habe ich gute, gesunde Zähne. Mach von diesem, was ich da einzahle, einmal im Jahr die Zahnreinigung. Da hole ich das Geld quasi wieder raus. Ja, und ich weiß nicht, wie sinnvoll das ist, auch wenn man jetzt im Internet mal guckt, wie sinnvoll ist eine Zahnzusatzversicherung? Ja, wie sinnvoll ist die? Ne? Wenn man dann wirklich mal in die Petrouille kommt und man hat mal eine größere Baustelle, dann ist man froh, wenn man sie hat. Ne? Das ist halt mit Versicherungen, ist mit jeder Versicherung so. Also Rechtsschutz möchte ich nicht drauf verzichten, die finde ich sehr, sehr wichtig. Aber so Zahnzusatz, gut, ist jetzt da. So. Lebensmittel. Wir haben im Dezember 4 Wochen. Also setze ich mir da wieder das Budget von 140 Euro, sprich 35 Euro die Woche. Damit komme ich super zurecht. Was die letzten Monate so gezeigt haben, bin ich da immer bisher mit einem Plus rausgegangen aus meinem Lebensmittelbudget. Na, hier haben wir einmal für den Oktober. Der November ist jetzt auch schon gut angelaufen. Da war ich auch bisher jede Woche immer mal deutlich, mal weniger deutlich unter meinem gesetzten Budget. Das haut auf jeden Fall hin. Trotz dessen, dass ich jetzt jede Woche auch noch ein Paket Katzenstreu kaufe, weil ich da einen Vorrat aufbauen möchte. Genau, Taschengeld gebe ich mir 50 Euro, unabhängig davon, wie viel jetzt vielleicht nächsten Monat übrig bleibt, weil bisher war ich da recht sparsam. Da ist noch nicht viel passiert. Genau, bei den Online-Einkäufen habe ich ja vorhin schon gesagt, 300 Euro. Drogerie habe ich hier jetzt noch 53 Cent übrig. Auf die Karte kommen immer 44 Euro von meinem Arbeitgeber. Das erkläre ich noch mal ganz kurz für alle, die neu dabei sind. Ich habe so eine Partnerkarte, da lädt mein Arbeitgeber mir jeden Monat 44 Euro drauf. Und diese Partnerkarte kann man in verschiedenen Geschäften benutzen. Bei DM, bei Rossmann, an Tankstellen und so weiter und so fort. Und ich benutze diese 44 Euro immer für meinen DM-Einkauf. Ich gehe immer nach, also ich gehe am liebsten zu DM. Und weil Rossmann haben wir hier auch nicht und ich bin kein Rossmann-Mensch. Also ich war immer DM und dabei ist es auch geblieben. Und da verbrauche ich das auch meistens komplett, weil ich auch gerade dabei bin, mir bei bestimmten Drogerieartikeln an guten Vorrat zuzulegen, an für mich passenden Vorrat. Es wird auch bald einmal im Monat von mir immer ein Vorratsvideo geben. Da zeige ich meine Vorräte, beziehungsweise zeige euch auch, wie ich die Vorräte tracke. Und ich hoffe, ich schaffe das, Leute, dass ich jetzt am Samstag das erste Mal das Video bringe. Also ich habe es mir ganz fest vorgenommen, dass ich das für euch mache. Und dann kriege ich das auch hin. Und genau, und da zeige ich euch, was ich da gebastelt habe und ja, was so meine Vorratsschränke, Tiefkühltruhe etc. pp. Alles so hergibt. Ich weiß auch noch nicht, ob ich das vollständig mache oder mit euch dann zusammen immer mal so ausfülle. Da gucke ich dann mal, dass ich da erstmal nur so ein Teil drin habe. Genau. Und das verändert sich natürlich dann auch immer, ne? Von Monat zu Monat. Man verbraucht, man kauft hinzu. Na, und ja, was ich da habe, möchte ich dann natürlich auch gern mit euch teilen. Also da könnt ihr gespannt sein und wenn ihr mögt, dann am Sonntag, nicht am Sonntag, am Sonntag mache ich den Einkauf oder zeige ich euch den Einkauf. Am Samstag dann entsprechend mal schauen um 10 Uhr, was da kommt. Ne, weil das kriege ich hin. So. Vorratskäufe gebe ich mir auch immer 50 Euro. Da kaufe ich dann ja besagte Vorräte. Aber meistens, ich sag mal, bei Kaufland, also da gehe ich jetzt nicht irgendwie zu DM oder so, die kaufe ich dann bei Kaufland, aber da können auch Drogerieartikel dabei sein. Ne? Die hatten letztes Mal bei Kaufland ein gutes Angebot für Küchentücher und Klopapier. Das habe ich dann auch zum Beispiel von dem Vorratsbudget geholt. Genau, so. Und weil wir jetzt dann nochmal extrem faul sind, nehme ich einfach die Fixkosten vom letzten Monat und ziehe lediglich die GEZ ab, die ja jetzt erstmal wieder ein bisschen Pause hat. Und dann habe ich meine Fixkosten für den Monat Dezember. Und die sind dann bei 1.223,99 Euro. Und meine variablen Kosten haben sich jetzt nicht geändert, außer 50 Euro.
Genau, sonst hat sich nichts geändert. Das kann ich dann entsprechend übernehmen. Jetzt muss ich hier nur immer gucken, weil diese Partnerkarte, die ich hier habe, die ist komplett losgelöst von meinem Budget. Na, das liegt einfach daran, dass diese 44 Euro meine Einnahmen ja überhaupt nicht betreffen. Na, das ist quasi ein Geschenk, sage ich mal, vom Arbeitgeber. Und das zählt, wird ja weder von meinen Einnahmen abgezogen, noch wird das irgendwie hier dann von in meinen Ausgaben auftauchen. Und aus dem Grund brauche ich das jetzt hier auch gar nicht mit dazu zählen. So, ich habe variable Kosten von 540 Euro dann entsprechend. Wie gesagt, die Partnerkarte, die lassen wir komplett außen vor. Ne, sonst müsste ich die theoretisch hier mit auf die Einnahmen draufrechnen. Klar, das könnte man machen, ne, die jedes Mal mit draufrechnen und dann halt hinterher wieder abziehen. Aber ich lasse sie einfach außen vor. Das ist okay. So, und jetzt kann ich hier einmal für die Übersicht einfach eintragen meine Fixkosten, die wir gerade ausgerechnet haben. Die sind dann bei 1.223,99 €. Meine variablen Kosten bei 540 Euro. Und meine Ausgaben in den Spartöpfen, die weiß ich ja auch noch nicht, weil der Monat, der läuft ja noch nicht, ne? Genau. Und jetzt schaue ich einfach, was ich entgegen meiner, also wenn ich jetzt rechne, meine Einnahmen abziehe, die Fixkosten und die variablen Kosten, was ich dann sparen könnte. So, und da wird gleich eine schöne Summe bei rauskommen, die ich aber nicht hier bar verteilen kann. Und ich erkläre euch gleich, warum. So, 2.850 Euro, ne, Einnahmen, mit denen ich rechne, minus 1.223,99 €. Dann habe ich das hier erstmal schon mal übrig. Dann muss ich aber noch minus die variablen Kosten rechnen. Und dann habe ich den Betrag übrig, 1.086 Euro. Das wäre jetzt super, wenn ich den in den Töpfen verteilen könnte. Kann ich aber nicht. Weil, ja, ich habe noch Daueraufträge laufen. Und zwar habe ich hier einmal einen ETF-Sparplan, da gehen jeden Monat 200 Euro rein. Dann habe ich einen ETF-Sparplan, da gehen jeden Monat 50 Euro rein. Dann habe ich ein Tagesgeldkonto, da gehen jeden Monat 200 Euro rein. Und ein weiteres, da gehen jeden Monat 100 Euro rein. So, und das muss ich jetzt hier noch abziehen. Das sind 550 Euro. Das heißt, es bleiben dann noch übrig 536 Euro, die ich dann bar verteilen könnte. So, jetzt ist da aber noch eine Besonderheit dabei, weil ich habe ja hier meine variablen Kosten, die 50 Euro Taschengeld und die 50 Euro Vorratseinkäufe. Die packe ich auch bar in mein Portemonnaie. Also die verbleiben nicht auf dem Konto. Na, das heißt, die muss ich jetzt hier wieder drauf rechnen, damit ich weiß, was ich bar verteilen kann. Und das sind dann 636 Euro. Ist natürlich total doof, ne? Jetzt bin ich gerade am Überlegen, 5-Euro-Scheine bekomme ich nicht raus. Ich bin immer vorsichtig mit dem Aufrunden, weil ich jetzt auf den Cent genau jetzt nicht weiß. Aber 4 Euro, ich habe ja hier auch abgerundet, ne? Also ich schreibe mal auf, bar verteilen 640 Euro. Mal schauen, wie sich das dann verhält. Ne? Ich hole dann auch 640 Euro von der Bank ab, weil ich habe nichts im Back-to-Bank-Umschlag. Ne? Zumindest noch nicht. Also wird das hier gleich aussehen. So, genau. Und von dem, was ich hier bar verteilen kann, wandern 100 Euro auf jeden Fall hier nochmal rein ins Taschengeld und in die Vorratskäufe. Und somit könnte ich 540 Euro in meinen Spartöpfen verteilen. Das ist diesmal eine ganze Menge im Gegensatz so zu vorher. Beim letzten Mal waren es 400 Euro, die ich dann in den Spartöpfen verteilt habe. Ja, so viel mehr ist es jetzt auch nicht, ne? Weil 100 Euro ja hier dann auch nochmal verteilt werden. Also 540 Euro könnte ich in den Spartöpfen verteilen. So, und da machen wir dann jetzt auch mal die Planung. Erstmal brauche ich natürlich den Ist-Zustand auch für die Planung, damit ich weiß,
Ja, wo sollte ich was reintun? Na, wo würde es angebracht sein, was reinzutun? Na, bei den Haustieren zum Beispiel war ich jetzt mit der Nala beim Tierarzt gewesen. Das hat mich 230 € gekostet. Na, da ist natürlich die Überlegung, packt man da was rein? Na, aber ich würde sagen, wir schreiben jetzt erstmal die ganzen Ist-Zustände auf, merken uns die 540 €, weil ich im Kopfrechnen so schwach bin, damit ich das hier mal ausrechnen kann. So, das heißt, ich habe jetzt im Haustierumschlag nur noch 370 € übrig. Könnt ihr den Taschenrechner sehen komplett? Nein, nicht so richtig, ne? Packe ich mal hier so ein bisschen rüber. So, jetzt sollte es gehen. So, 370 € habe ich für die Haustiere noch im Umschlag. Da ist jetzt auch erstmal nichts angedacht, jetzt in Kürze, aber ne, das ist mir echt zu wenig. Also, ne? So, Geschenke habe ich 200 € drin nach dem Cash-Stuffing. Weihnachten habe ich nach dem Cash-Stuffing 480 drin. Da wird er jetzt, ne, hoffentlich jetzt mal irgendwann geplündert. Im Friseurumschlag ist nichts mehr drin. Restaurant habe ich 70 € drin. Da gab es eine Ausgabe, ne, das sieht man hier. Im Gesundheitsumschlag sind 100 € drin. Ausflüge sind noch 40 € drin. Na, da hatte ich auch hier die Ausgabe. Kleidung sind 0 € drin. Online 50, Luxus sind auch 50 drin. Was ja schon mal ganz gut ist. Technik sind auch 50 drin und Wohnung auch 50. Notgroschen sind nach wie vor 300 € drin. Notgroschen ist immer gut, wenn man da nicht dran muss. Im ersten Tagesgeldkonto sind 3.200 € drin. Im zweiten Tagesgeldkonto, habe ich ganz vergessen zu korrigieren, sind jetzt 3.600 € drin, weil da habe ich jetzt 1.000 € eingezahlt. Machen wir mal hier nochmal eine Null dran. Ah, ne, geht ja nicht. 1.100 € sind das ja dann. So. Weil ich hatte ja die 1.000-Euro-Challenge fertig und habe jetzt 1.100 € eingezahlt. Das heißt, 3.600 € sind da drin. Und das geht jetzt, wenn die 100 € da drauf gekommen sind, Anfang Dezember dann auf meinen Kredit. Da tilge ich dann 7 Monatsraten, sodass ich dann schon mal ein bisschen was an Raten spare und schneller fertig werde. Im ersten ETF-Sparplan sind 2.800 € drin. Genau. Das ist aber viel mehr. Also der ist jetzt richtig gut im Plus und der liegt jetzt bei 3.200 €. Aber das schreibe ich hier nicht mit auf, weil das ist ja immer, ne? Ich schreibe halt nur das auf, was ich halt auch einzahle. Und der zweite ETF-Sparplan liegt bei 150 €. Der ist auch richtig gut im Plus. Also das läuft derzeit richtig gut. Genau. So. Wenn sich jetzt natürlich noch im Laufe des Monats November hier irgendwas ändert, werde ich das dann hier spätestens beim Cash-Stuffing dann nochmal verändern. Aber jetzt arbeiten wir mit dem, was ich habe, was ich zur Verfügung habe. Ich muss beim Verteilen jetzt immer ein bisschen aufpassen, weil ich habe hier noch dieses Strafgeld für Challenges. Das heißt, an jedem Tag, wo ich Geld ausgegeben habe im vergangenen Monat, zahle ich 5 € Strafe in Anführungsstrichen in die Challenges rein. Ich hatte mir einfach ein System überlegt, wie ich auch die Challenges bespare, also die 10 €, 20 € Challenge, 1.000 € Challenge. Und das System hat bei mir bisher sehr gut funktioniert. Also jeden Tag, an dem ich Geld ausgegeben habe und sei es auch nur 50 Cent, zahle ich 5 € in diese Challenges ein. Das läppert sich dann über den Monat. Und so habe ich es jetzt auch geschafft, die 1.000 € Challenge fertig zu machen. Na, und das mal so einfach so irgendwie nebenbei. Ne? Genau. Und deswegen muss ich immer ein bisschen aufpassen, dass ich jetzt nicht den kompletten Betrag, die kompletten 540 € hier verplane. Weil dafür muss ja auch noch was übrig sein. Und je nachdem, wie viel Geld ich in einem Monat ausgegeben habe, kann das schon mal ein guter Betrag werden. So, dann gucken wir mal. Also. Ich hatte gesagt, ich will jeden Monat auf jeden Fall 50 € in Geschenke tun. Ich glaube, Weihnachten packe ich dann diesmal nur 20 € rein, weil dann habe ich genau 500 € und ich glaube echt, damit komme ich aus. Also der Zwanni mehr, der macht es dann da auch nicht. Da packe ich dann 20 € rein.
Restaurant würde ich gerne 30 € reintun, damit ich da wieder die volle Summe habe. Ich würde gerne in Ausflüge 60 € reinmachen, dann habe ich da auch wieder 100 € und vielleicht geht es dann auch nochmal auf den Weihnachtsmarkt mit den Kindern. Also mit meinem Neffen und mit meiner Nichte und mit meiner Schwester. So, das ist erstmal das. Wir können ja hier schon mal abziehen. Also, minus 50, minus 20, minus 30 und minus 60. Dann habe ich noch übrig 380 €. Ich würde auf jeden Fall 130 € gerne hier wieder reintun. Minus 130. Dann habe ich noch 250 € übrig. Jetzt gucke ich mal. Hier hatte ich beim letzten Monat 100 € reingetan. Also ich sag mal, für die Strafchallenge oder für die Challenges plane ich jetzt einfach mal mit 100 €. Das heißt, ich hätte noch 150 € übrig hier zum Verteilen. Dann würde ich auf jeden Fall gerne, weil ich hatte ja so ungefähr geplant, im Januar nochmal zum Friseur zu gehen, ne? Vielleicht mache ich das vielleicht auch nicht. Das würde sich aber ergeben, weil ich da halt dann auch Urlaub habe und so. Sonst ist das immer alles so stressig. Aber ist auch eigentlich egal. Also Gesundheit tue ich auf jeden Fall nichts rein. Das ist okay. Kleidung. Fühlt sich jetzt nicht so an, als wenn ich unbedingt was brauche. Notgroschen brauche jetzt auch erstmal nichts rein. Ich packe einfach mal beim Friseur, würde ich vielleicht 50 € reintun. Kleidung. Wie gesagt, ich glaube nicht, dass ich da jetzt was brauche. Ich glaube, ich bin gut ausgestattet. Erstmal. Dann würde ich vielleicht noch in die Online-Einkäufe 50 € reinmachen. Das möchte ich ja so ein bisschen ansparen, wenn da auch mal ein gutes Angebot ist von Sachen, die ich halt immer so brauche, da auch mal einen Vorrat holen, weil dann ist die monatliche Belastung hinterher geringer, ne? Die so kontinuierliche. Ne, dann kann ich vielleicht, wenn ich hier genug habe, mal, keine Ahnung, mal doppelt Katzenfutter bestellen. Also nicht nur, nicht für einen Monat, sondern für 2 Monate. Und habe dann im Monat darauf halt diese Belastung nicht. Ne? Mal gucken. Oder halt Angebote. Mal schauen, wie ich das mache. Aber wenn ich da so immer was anspare, wäre natürlich schön. So, jetzt habe ich nicht aufgepasst. Ich glaube, ich habe jetzt von hier schon 100 € weg. Ne? Das heißt, 50 € sind noch übrig. Die würde ich dann einfach mal in Wohnung oder Technik packen. Ich mache die in Wohnung rein. Ja. Und so sind die Spartöpfe verteilt. Es wäre schön, wenn es so ausgehen könnte. Wenn das so klappen könnte. Finde ich, wäre das ein tolles Budget für mich. Und ja, da würde ich mich auf jeden Fall freuen. Ja, schauen wir mal. Schauen wir mal, was noch so kommt. Ich meine, gut, ich sag mal so, es ist ja auch Weihnachten, dann habe ich noch Geburtstag. Da wird natürlich noch mal die eine oder andere zusätzliche Einnahme vielleicht kommen, ne, in Form von Geldgeschenken oder so. Vielleicht lässt sich da noch das ein oder andere Budget drücken. Na, vielleicht gibt es auch hier, was die Online-Einkäufe betrifft, irgendwie mal einen kleinen Amazon-Gutschein oder sowas. Na, kann alles sein. Mal schauen, weil ja, Geburtstag und Weihnachten zusammen ist natürlich, ja, das eine oder andere kriegt man da natürlich. Na, und da kann sich dann natürlich bis, ja, ich sag mal, so zum Ende des Monats hin natürlich hier nochmal das ein oder andere ergeben. Aber wahrscheinlich wird das dann eher relevant für den Januar, dann für die Planung und fürs Cash-Stuffing. Da gucke ich mal. Ne, vielleicht tue ich auch zwischendurch dann was in die Töpfe, dann verteile ich dann. Das kann auch sein. Das mache ich dann irgendwie währenddessen bei den Wochenabschlüssen dann oder so. Aber ich glaube, letztes Jahr habe ich das auch nicht so gemacht. Da habe ich das dann einfach im Januar dann mit ins Cash-Stuffing reingepackt. Weil das sind ja dann nur ein paar Tage. Ne? Wenn man jetzt am 24. Dezember zu Weihnachten was geschenkt bekommt an Geld, ja, klar, kann ich sofort dann weglegen, geht auch.
gucken wir mal. Mal schauen, wie ich das dann mache oder ob ich es dann einfach mit in den Januar dann fürs Cash-Stuffing nehme. Dann ist das ein richtig großes, schönes Cash-Stuffing dann oder größeres. Ne? Also ich bekomme jetzt nicht, was weiß ich, für Geld oder so. Ne? Genau. Da schauen wir einfach mal. Da warten wir einfach mal ab, wie das so wird. Ja, somit ist das Budget geplant. Ich bin froh, dass wieder alles geordnet unter Dach und Fach ist, dass alles wieder schön eingeplant ist. Da freue ich mich immer. Das ist so, ja, auch immer so ein bisschen das Highlight so an der Budgetplanung, dass man halt immer alles so richtig schön durchgeplant, so schön durchdacht hat und einfach weiß, ja, wo die Reise hingeht. Und ich kann jedem nahelegen, der vielleicht heute zum ersten Mal zugeguckt hat und überlegt hat, ob die Budgetplanung was für einen ist. Probiert es einfach mal aus. Das muss nicht in diesem Umfang sein. Das muss nicht mit einem Binder sein, mit einzelnen Kategorien. Das geht auch einfach mit Briefumschlägen oder mit Klarsichtfolien oder so. Oder ihr nehmt euch einfach so ein Buch und klebt euch da die Briefumschläge rein, schreibt hier die Kategorie schön drüber und spart dann da. Also man muss da nicht einen Riesenaufstand veranstalten. Man kann auch einfach eine Excel-Tabelle machen. Da ist jedem sein Sparen ganz allein überlassen, wie er da am besten mit zurechtkommt und vor allem, wie er die oder wie, ne, wie derjenige, diejenige die Motivation auch einfach behält. Ne? Das ist das Wichtigste. Mich motiviert das hier ungemein. Ich habe da richtig Spaß dran und da ist aber jeder anders gestrickt. Deswegen macht das auf eure Weise. Hauptsache, ihr habt da Lust zu, dann einfach auch das Ganze weiterzumachen und kontinuierlich durchzuziehen. Ne? So, und in dem Sinne bedanke ich mich bei euch wie immer fürs Zuschauen. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt mir gerne einen Daumen nach oben. Schreibt mir alles in die Kommentare, was euch einfällt. Ich lese die gerne, ich antworte super gerne. Ich bin super gern mit euch im Austausch. Ich freue mich da immer richtig. Und ja, wenn ihr den Kanal bisher noch nicht abonniert habt, drückt doch gerne einmal auf den Abo-Button. Da bin ich natürlich dann auch immer ja, super froh, wenn da die Abo-Zahlen dann. Ja, mir einfach zeigen, dass ich hier ja für euch einen guten Job mache, sage ich mal, und für mich natürlich auch. Ich bin froh, damit nicht alleine zu sein, dass ich da immer Input von euch bekomme. Sehr, sehr dankbar. Und ja, ich sage bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund, ihr Lieben. Bis dann. Tschüss. Ciao.